11 seltsame Anzeichen, dass sich dein drittes Auge öffnet. Zeit für ein tieferes Bewusstsein. Unser drittes Auge ist das Portal zu unserem höheren Selbst. Menschen, die in einem früheren Leben spirituell schon sehr stark zentriert und geerdet waren, tun sich leichter mit diesem Vorgang und werden ihn dementsprechend früher erleben. Bei anderen Personen dauert es länger, bis sich ihre Verbindung zu ihren spirituellen Lichtgestalten als stabil und richtungsweisend offenbart. Mit unserem dritten Auge öffnet sich unser Blick nach innen, aber auch Richtung Himmel, egal wie wir die höheren Mächte benennen, die dort für unser Wohlergehen sorgen. Dieser Prozess, der uns dem Zustand der Erleuchtung deutlich näher bringt, geht oft mit dem Entwickeln von besonderen Fähigkeiten einher. Ein feines Gespür für zukünftige Begebenheiten zählt ebenso dazu, wie spirituelle Erfahrungen ähnlich einer Vision oder dem zweiten Gesicht. Manche Menschen können dann sogar die Aura anderer sehen. Woran du genau erkennen kannst, dass es nun auch bei dir bald soweit sein wird und sich dein drittes Auge öffnen wird, zeigen wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Du leidest zunehmend unter Migräne. Unser drittes Auge liegt unmittelbar hinter unserem Stirnchakra verborgen. Wenn dieses sich nun beginnt zu öffnen, ist Druck im wahrsten Sinne des Wortes leider eine logische Begleiterscheinung. Selbst wenn du bislang nie anfällig für Kopfschmerzen warst. Nun könnte es soweit sein, dass sie sich zumindest bis zum Abschluss dieses Prozesses manifestieren. Nummer 2. Deine Antennen nehmen feinste Schwingungen wahr. Eine der schönsten Seiten dieses neuen Lebensabschnitts ist die Stärkung unserer Intuition. Sie läuft wahrlich zur Höchstform auf und lässt uns Dinge erkennen, die uns bislang verborgen blieben. Einige Menschen berichten sogar von der Fähigkeit des Hellsehens, die sie in dieser Umbruchphase entwickeln konnten. Unser Bauchgefühl steht uns immer zur Verfügung, wir müssen nur öfter darauf hören. Je mehr Vertrauen wir in unsere Intuition setzen, desto deutlicher können wir in Zukunft ihre Botschaften vernehmen. Das Öffnen des dritten Auges lässt uns Dinge sehen und spüren, die für andere Menschen nicht ansatzweise offensichtlich sind. Wie viel davon wir preisgeben und was wir besser für uns behalten, auch das wird uns unsere Intuition zuverlässig wissen lassen. Nummer 3. Deine Kreativität wird entfesselt. Unser Stirnchakra hat viele Aufgaben. Eine davon ist das Pflegen unserer kreativen und künstlerischen Begabungen. Wenn sich unser drittes Auge öffnet, tut es dies zeitgleich für jede Menge Inspiration. Die Ideen fließen dann nur so aus uns heraus, aber auch zu uns her. Wir fühlen enorme Befriedigung beim Ausleben unserer Talente. Vielleicht gelingt es uns sogar, sie in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Diese karmische Win-Win-Situation ist somit gleich ein doppelt erfreulicher Synergieeffekt dieser Entwicklung. Wer seine Begabungen bis zu diesem Zeitpunkt immer eher vernachlässigt oder vielleicht sogar bewusst unterdrückt hat, darf sie nun nach Herzenslust zelebrieren. Das dritte Auge sorgt dafür, dass es an Inspiration ganz sicher nicht mangeln wird. Nummer 4. Du reagierst übersensibel auf Reize. Dieser Punkt erklärt sich natürlich aus der Sache mit der Intuition. Wir sind in Alarmbereitschaft unserer Umgebung gegenüber und können in Anwesenheit von Menschen kaum abschalten. Diese Hypersensibilität ist typisch für Personen, die sich ihrem höheren Bewusstsein Stück für Stück nähern. Die stärker werdende Verbindung zu unserem Inneren lässt uns Dinge deutlicher wahrnehmen. Wir hören, sehen und fühlen alles um ein Vielfaches intensiver als zuvor. Diese gelegentliche Reizüberflutung ist anstrengend und kostet uns reichlich Energie. Doch diese bekommen wir postwendend zurück. Gemäß dem universellen Gesetz des Ausgleiches kann Energie bekanntlich nicht verloren gehen. Auch ein Überschuss ist nicht möglich. Die Zeit der Öffnung unseres dritten Auges ist eine Herausforderung für Körper, Geist und Seele. Vor allem aber müssen sich alle unsere Sinne erst auf die neue Ordnung dieser Wahrnehmung einstellen. Nummer 5. Dein Körper sehnt sich nach gesünderen Lebensmitteln.
Rein körperlich betrachtet wird das Stirnchakra der Hypophyse, auch bekanntlich als Hirnanhangdrüse, zugeordnet. Sie bildet das Steuerzentrum zahlreicher biochemischer Prozesse in unserem Körper und versorgt unser zentrales Nervensystem mit Energie. Somit fallen nicht nur Intuition und Kreativität in den Zuständigkeitsbereich unseres dritten Auges, sondern auch körperliches Wohlbefinden. Es verwundert daher nicht, dass wir uns mit dem Öffnungsprozess nach einer gesünderen Lebensweise sehnen. Vor allem an unserer Ernährung beginnen wir zunehmend zu drehen und greifen verstärkt nach vollwertigen und natürlichen Zutaten. Genussmittel wie Alkohol, Nikotin oder Kaffee lassen wir intuitiv lieber beiseite. Unser Körper dankt uns diesen Reinigungsprozess mit ganzheitlichem Wohlbefinden. Nummer 6. Einiges wird dir plötzlich klar. Auch wenn sich das Öffnen des Stirnchakras in der Gegenwart vollzieht, bietet dieser Vorgang eine Art Rückschau auf vergangene Ereignisse. Einige Dinge klären sich nun oder erscheinen in einem völlig anderen Licht. Die Weisheit, die der Erleuchtung vorausgeht, wirft an diesem Punkt schon ein wenig ihre Schatten voraus. Genieße die neu gewonnenen Erkenntnisse. Vielleicht gelingt es dir jetzt auch, einiges endgültig in der Vergangenheit ruhen zu lassen, was dich bislang unnötig belastet hat. Nummer 7. Deine Träume sind intensiv und lebhaft. Sie sind das Tor zu unserem Unterbewusstsein und eine Austauschplattform für alles Übersinnliche, das in unserem rationalen Alltag kein Gehör findet. Wenn du plötzlich merkst, wie plastisch und aufwühlend deine Traumbilder sich zeigen, kann auch dieses Phänomen mit dem Öffnen des Stirnchakras einhergehen. Viele Schwingungen, für die wir inzwischen empfänglich wären, bedienen sich der Traumwelt, um von uns wahrgenommen zu werden. Nummer 8. Geräusche wirken lauter als je zuvor. Die neu gewonnene Hypersensibilität bekommt vor allem unser Gehörgang zu spüren. Wir reagieren förmlich gestresst auf Hintergrundmusik, Nebengeräusche oder nervtötende Lärmkulissen, die wir früher maximal mit Gleichmut wahrgenommen hätten, wenn überhaupt. Besonders in größeren Gruppen und geselligen Runden fällt es uns schwer, den Gesprächen ohne größere Anstrengung zu folgen. Nummer 9. Deine Intuition verstärkt sich sukzessive. Die innere Stimme in uns, die uns seit Kindertagen beständig den Weg weist, spricht jetzt lauter und deutlicher zu uns. Sie warnt uns, weist uns den Weg und hilft uns bei schwierigen Entscheidungen. Wer es bereits gewohnt war, seinem Bauchgefühl zu folgen, wird dieses Upgrade als willkommene Verbesserung seiner Lebensqualität begrüßen. Nummer 10. Synchronizitäten ereignen sich immer öfter. Die himmlischen Wiederholungen, die ahnungslose Geister leichtfertig als Zufälle abhandeln, kreuzen immer öfter unsere Wahrnehmung. Wir treffen immer wieder dieselben Menschen, sehen die ewig gleichen Muster und können plötzlich überall Engelszahlen erkennen. Nummer 11. Dein Stirnchakra steht unter Druck. Nicht nur Migräne quält uns, wenn das dritte Auge bereit ist, sich zu öffnen. Der Druck lastet vor allem auf unserer Stirn. Was wir eigentlich nur auf metaphysischer Ebene wahrnehmen sollten, manifestiert sich auch sehr deutlich körperlich. Wir können es förmlich fühlen, wie unser Stirnchakra sich öffnet. Doch auch dieser Schmerz wird vorübergehen. Unser heutiges Fazit: Augen auf, es folgen intensive Zeiten. Erfahrene Yogis und Fans der klassischen Meditation beherrschen mit der Zeit sogar einige Praktiken, die gezielt auf eine Öffnung des dritten Auges hinarbeiten können. Dieser Zustand gilt als Meilenstein auf dem Pfad der Erleuchtung. Nicht vielen Menschen ist dieser Segen vergönnt, auch wenn er sich anfangs wahrscheinlich eher mühsam und beschwerlich anfühlt. Doch wie heißt es so schön in dem berühmten Zitat des Mystikers und Yogis Sadhguru? Erleuchtung ist die Verwirklichung der Wahrheit, die bereits da ist. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Das war's für heute.
Vielen Dank und bis bald.